Wasser geht weg. Da muss die eine Sandgrube gewesen sein, ne? Eines der da Massengräber. Da sind Sandgruben, ja. Rechts, glaube ich. Was war da? Rechts sind die Sandgruben. Aha. Männer drin waren auch. Nach den Plänen, die jetzt leider aber da hinten sind, ne? Im Kuvert sind die Pläne. Nach Färbenz. Ja. Die Spannung werden wir sehen. Nach 400 Metern links abbiegen. Das ist der einzige Deutsche, der noch da lebt in dem Tal. Umgekehrter Richtung der Weg, den sie dann gehen mussten in die Kaserne. Ja. Wir fahren jetzt von Postelberg zurück nach Färbenz. Kaserne raus nach Saatz. Bitte? In die andere Richtung marschiert. Ja, das nach Saatz geht, da rechts gekommen sein. Jetzt muss ich erstmal mal, das ist alles verwachsen, das ist alles, die Bäume sind groß. Da fällt man da mehr Felder. Das kenne ich gar nicht mehr. Da ging man so einen Feldweg rein, zu der Bienenfahrt, da haben sie meinen Großvater umgebracht. Wo? Meinen Großvater. Wo ging der rein? Ich weiß, ich sehe es nicht. Mal gucken. Da muss ich Sträßle. Ich glaube, das war die Bienenfarm vom Bürgermeister Spatzal. Ja, wir sind schon im Färben. Berg und Himmel sind wir im Färben. Ist zu weit schon. Ja. Soll ich mal umdrehen? Wir fahren dann nochmal zurück. Wieder zurück.